und herzlich willkommen bei Frau Jannik probiert's aus, probier es auch. Und heute probiere ich etwas super Leckeres. Und zwar machen wir zusammen Pralinen. Und zwar habe ich mir überlegt, ihr habt sicherlich ein paar Osterhasen jetzt geschenkt bekommen und denkt bestimmt, ach, die kann ich doch eh nicht alle essen. Was mache ich jetzt nur daraus? Und dafür habe ich heute einen super Tipp für euch, wie ihr das Ganze als Pralinen gestalten könnt, die noch etwas gesünder sind, schmecken super lecker. Die sind perfekt auch zum Verschenken oder bei euch im Tiefkühler zum Lagern. Und immer wenn ihr Lust habt auf eine Kleinigkeit zum Naschen, könnt ihr euch daran bedienen. In 0,x sind die aufgetaut und dann könnt ihr sie genießen. Richtig lecker und vor allem total einfach gemacht in der Küchenmaschine. Rucki zucki fertig. Müsst ihr also unbedingt mal ausprobieren. Und somit könnt ihr eure ganzen Osterhasen, die ihr geschenkt bekommen habt, ganz einfach verwerten. Und wie das Ganze jetzt geht, das zeige ich euch jetzt. Für eure Osterpralinen bzw. Nach-Osterpralinen, also wir könnten sie jetzt auch Rübli-Pralinen oder Karottenpralinen nennen oder so, braucht ihr natürlich euren Schokohasen, den brauchen wir aber später und zwar wird es dann die Ummantelung, also lecker mit Schokolade, richtig gut. Und da empfehle ich euch, die dunkle Schokolade zu wählen, denn ist das Ganze nämlich nicht so süß. Die hat nämlich weniger Zucker meistens, aber da schaut ihr am besten immer auf der Zutatenliste nochmal nach. Das kann manchmal auch ein bisschen irreführend sein, habe ich schon festgestellt. Auf jeden Fall eignet die sich ein bisschen besser als Vollmilchschokolade. Dann brauchen wir weitere Zutaten und zwar habe ich hier eine Tasse oder ein Glas Haferflocken, ganz egal ob grob oder fein, es kommt ja sowieso in den Mixer. Dann braucht ihr eine halbe Tasse ungefähr, habe ich hier Soft-Aprikosen, die bringen ein bisschen Säure hinein und das gleicht dann die Süße ein bisschen aus, schmeckt richtig, richtig lecker. Dann ungefähr eine halbe Tasse Datteln und da habe ich auch Soft-Datteln genommen. Ihr könnt auch gerne die Medjool-Datteln nehmen. Das sind die ganz großen Datteln, die sind schon sehr, sehr weich. Meine waren jetzt schon ein bisschen härter, deshalb habe ich sie jetzt für ein paar Minuten in heißes Wasser eingelegt und werde das Wasser dann gleich wegschütten. Dann habe ich hier noch eine große Karotte, die habe ich schon mal hier gerieben. Das ergibt mir dann auch ungefähr ein Glas und das ist praktisch dann eure Maßeinheit. Es muss überhaupt nicht genau sein in Grammangaben oder so. Es spielt gar keine Rolle, es wird so oder so funktionieren. Sollte zum Beispiel der Teig ein bisschen zu klebrig sein, gebt ihr einfach noch ein bisschen Haferflocken hinzu. Sollte das Ganze zu trocken sein, dann gebt ihr einfach ein bisschen Flüssigkeit hinzu, also ein bisschen einen Schluck Wasser oder so. Also gar kein Problem, sie werden auf jeden Fall gelingen. Und dann optional gebe ich noch ein bisschen Nussmus hinzu. Jetzt habe ich hier Mandelmus, Haselnussmus. Würde sich auch super eignen, schmeckt dann richtig lecker nussig. Wer das nicht zu Hause hat, könnte auch zum Beispiel einfach Nüsse hinzugeben, also zum Beispiel Haselnüsse, Mandeln oder noch Walnüsse. Und weil ich das noch ein bisschen gesünder gestalten möchte, schummel ich noch ein paar Leinsamen drunter. Die sind nämlich super gut für die Verdauung. Und das klebt dann nochmal ein bisschen zusammen, weil die aufquellen. Also schummel ich da ein paar drunter. Müsst ihr aber nicht, könnt ihr aber machen. Und jetzt geht das Ganze super einfach. Alles kommt in euren Mixer, bis auf die Schokolade natürlich, und wird durchgemixt, so lange bis ein klebriger Teig entsteht und daraus formen wir dann unsere Pralinen. Übrigens, dieses Nussmus ist super empfehlenswert. Ich liebe es einfach. Ich liebe es zum Frühstück, im Porridge, im Müsli, auf Waffeln oder aufs Brot als Butterersatz. Man kann auch übrigens selbstgemachte Nutella damit machen. Echt eine Empfehlung, weil im Laden ist es ja ziemlich, ziemlich teuer. Aber wenn ihr eine starke Küchenmaschine habt, so wie meine jetzt zum Beispiel, dann ist es überhaupt kein Problem. Ihr müsst auch nicht großartig neben dran stehen. In 5 Minuten ist das Ganze zusammengemixt und einfach nur eine richtige Empfehlung. Dazu habe ich bereits auch ein Video gemacht, das verlinke ich euch dann in der Infobox. Da könnt ihr dann gerne mal vorbeischauen und schauen, wie ich das mache. So, die Masse ist jetzt schon fertig, also es ging wirklich nur ein paar Sekunden, stoppt auch rechtzeitig, damit das Ganze nicht zu matschig wird sozusagen. So ist es wirklich perfekt und jetzt kann ich meine Pralinen formen.
So, jetzt geht's ans Formen und dafür habe ich jetzt hier ein bisschen Kokosöl. Das nehme ich mir jetzt hier auf die Handinnenfläche, damit das Ganze nicht so klebt und ich das nicht alles an den Händen habe. Das geht dann perfekt, dann kann ich das so ein bisschen verteilen. Und dann nehme ich mir jetzt hier einfach einen kleinen Teelöffel als Maß und kann dann hier die Masse einfach abstechen, so groß wie ich meine Pralinen einfach haben möchte. Und die dann hier alle formen und dann lege ich die hier auf meinen Teller, da habe ich ein Backpapier draufgelegt, damit es da nicht anklebt und das brauchen wir dann auch später noch für die Schokoladenkuvertüre, die wir drüber machen werden. Und wenn dann die ganzen Bällchen geformt sind, dann werde ich das in den Tiefkühler geben, damit die schön fest werden und kalt. Denn wenn ich dann die Kuvertüre mache und die kalten Bällchen dann in die Kuvertüre reingehen sozusagen, dann friert die Schokolade direkt fest und habe dann wunderschöne Pralinen und diese Antrocknungszeit ist dann ganz, ganz kurz. Meine Pralinen habe ich jetzt fertig geformt, jetzt gehen die ab in den Tiefkühler, ungefähr eine halbe Stunde oder so. Einfach mal kontrollieren, ob die jetzt schon fest genug sind und dann können wir weitermachen. Daraus habe ich jetzt aus diesem Rezept ungefähr 25 Stück rausbekommen. Wenn ihr natürlich mehr machen möchtet auf einmal, dann nehmt ihr einfach die doppelte Menge. Und wer gar keine Schokolade mag, auch kein Problem, auch super. Dann seid ihr jetzt schon fertig, dann könnt ihr diese einfach so vernaschen. Die schmecken nämlich auch super lecker so. Dann könnt ihr sie im Kühlschrank lagern, am besten gut verschlossen oder eben auch im Tiefkühler. Und immer wenn ihr Lust habt, einfach etwas davon naschen. Meine Pralinen sind jetzt schon etwas fester geworden und deshalb kümmere ich mich jetzt um die Schokolade. Und dafür werde ich jetzt hier meinen Osterhase in kleine Stücke zerbrechen. Oh, der Arme. Und dann gebe ich noch ein bisschen Kokosöl hinzu, so ungefähr einen halben Teelöffel oder so. Dann gebe ich das Ganze in die Mikrowelle und lasse es auf kleiner Hitze ganz langsam schön schmelzen. Wer natürlich keine Mikrowelle hat, kein Problem, dann macht ihr das natürlich einfach über dem Wasserbad. So, meine Schokolade ist jetzt geschmolzen und ganz wichtig ist wirklich dieses Kokosöl hinzuzugeben, denn das macht die Schokolade etwas flüssiger, das gibt ihr einen schönen Glanz und vor allem das Kokosöl ist viel, viel besser geeignet als zum Beispiel Sahne oder Milch. Niemals zugeben zu Schokolade, weil das stockt dann und gerinnt euch. Das ist absolut nicht empfehlenswert. Am besten ist wirklich Kokosöl zu verwenden, ganz, ganz wenig einfach davon. Und meine Schokolade ist jetzt hier nicht die dunkelste, aber der Hase war dafür umso toller, der im Yogasitz war. Der hat mir nämlich richtig gut gefallen. Aber da empfehle ich euch wirklich immer, die ganz, ganz dunkle Schokolade zu nehmen, zum Beispiel mindestens 85% Kakaoanteil, dass ihr eben weniger Zucker drin habt. Und natürlich, damit das Ganze auch dann nicht so süß wird. Und es schmeckt dann richtig, richtig lecker. So, jetzt habe ich jetzt hier noch zwei Gabeln, die nehme ich jetzt mir zu Hilfe, um die ganzen Pralinen da reinzugeben in die Schokoladenmasse. Dann wird es ganz schnell gedreht und kommt dann ab auf das Backpapier, damit es auch ganz schnell fest wird. Und so gebe ich das dann wieder in den Tiefkühler. So, meine Pralinen sind jetzt fertig und wie man sieht, es hat sofort angezogen. Die Schokolade ist sofort an den Pralinen fest geworden, weil die ja eben tiefgekühlt waren. Das Ganze kommt jetzt wieder in den Tiefkühler, bis es wirklich richtig fest ist. Und dann fülle ich es um und zwar in einen Tiefkühlbeutel, verschließe den gut und so habe ich immer Pralinen auf Vorrat und kann die naschen. Wenn ich darauf Lust habe oder wenn ich zum Beispiel auch Besuch bekomme, kann ich ein paar auf den Teller legen und auftauen und habe immer etwas Leckeres zum Kaffee zum Anbieten. Also richtig perfekt. Oder auch zum Verschenken, das geht natürlich auch. Und die Person sollte es dann am besten gleich in den Kühlschrank stellen oder ins Gefrierfach. Oder gleich auf ist. Ja, ihr müsst es unbedingt mal ausprobieren. Schmeckt richtig lecker. Eine super Idee auch, eben um eure ganzen Osterhasen zu verwerten. Also perfekt, müsst ihr unbedingt ausprobieren. Und ich schnapp mir jetzt hier mal eins. Richtig genial. Süß und ein bisschen säuerlich durch die Aprikosen. Total lecker, die Schokolade, die dann im Mund zerschmilzt. Einfach super lecker. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Und wie immer verlinke ich euch natürlich die Mengenangaben auf meinem Blog. Wenn ihr es ausprobiert, dann verlinkt mich natürlich auf Instagram. Und da geht das Ganze am besten, wenn ihr den Hashtag Frau Jannik nutzt oder @FrauJannik, damit ich dann eure Fotos sehen kann. Und da freue ich mich natürlich jedes Mal riesig darüber. Vielen, vielen Dank dafür. So, viel Spaß beim Ausprobieren. Ich habe jetzt hier was zu tun. Und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik.